Die meisten von uns würden wieder genauso handeln, wie sie gehandelt haben. Was jetzt wichtig ist für die Zukunft, ist, dass die anderen von der Gegenseite nicht nochmal so handeln, wie sie gehandelt haben. Wir kommen meiner Meinung nach zu eigentlich unserem wichtigsten Thema für den heutigen Tag. Das ist der Umgang mit unseren Kindern. Und wenn ich mich hier umgucke, haben viele hier nicht nur Kinder, sondern auch Enkelkinder. Christina Baum wird die Runde, das ist jetzt nicht böse gemeint. Also die Männer haben Enkelkinder, die Frauen haben allerhöchstens Kinder. Und zur Einstimmung auf dieses wirklich brisante Thema, weil ich glaube, das, was da in den letzten 3 Jahren passiert ist, die Zeit, die Jahre, die Monate, die unseren Kindern gestohlen worden sind, und es gibt kein anderes Wort dafür, die Zeit des Lebens, die ihnen gestohlen worden ist, wird ihnen niemand zurückgeben. Wir können versuchen, durch unsere Arbeit, durch das, was wir hier heute machen und das, was wir in Zukunft machen, dafür zu sorgen, dass das Leid der Kinder gemindert wird. Alex, dein Film. Danke. Karl Lauterbach legt zum Start der Impfkampagne für Kinder von 5 bis 12 Jahren selbst Hand an. Der Bundesgesundheitsminister besucht ein Impfzentrum in Hannover. Der Ort ist etwas ungewöhnlich und soll ein junges Publikum ansprechen, der Zoo. Ich bin ja selbst auch Impfarzt in Leverkusen und auch in Köln. Und ich finde es großartig, wenn man für Kinder ein Ambiente schafft, wo sich Kinder auch wohlfühlen. Kinderimpfungen seien sicher, betont Lauterbach. Das Risiko von Herzmuskelentzündungen sei so gering, dass Kinder besser geimpft als ungeimpft der Pandemie ausgesetzt werden sollten. Die Todesrate bei Kindern, die Corona haben, von 1 Million Kindern, die Corona haben, stirbt 1. Und es muss Vorschäden gehabt haben. Und ich verstehe nicht, dass eben die Kinderärzte Impfungen da durchführen. Ne? Und hier sind gerade in Wien sind viele Kinder geimpft worden. Ja, dann fragen Sie mal die anderen. Ich kenne meine Kollegen auf der ganzen Welt. Nie im Leben würden die irgendwas impfen lassen an den Kindern. Vor allem nicht einen Stoff, der nicht schon jahrelang ausprobiert wurde. Kinder! Kinder sind zurzeit gemeingefährlich. Was die Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zurzeit für Covid-19. Wirtstiere. Millions of kids are about to get a COVID vaccination shot. And it's fair to say, a lot of them are not looking forward to it. In Bezug auf die Kinder- und Jugendlichenimpfung, da sind wirklich Grenzen überschritten worden, die für mich eigentlich nicht mehr gehen. Spätestens, wenn ich in Massen Kinder und Jugendliche impfe, dann muss man schon vorher alles abgeklärt haben. Vor allem, es liegt keine Krankheitslast auf ihnen. Die Impfung schützt auch nicht vor Übertragung. Es gibt eigentlich keinen Grund, ein Kind zum Impfen und schon gar nicht mit einem völlig neuartigen, bedingt zugelassenen Impfstoff. Und was man hier auf jeden Fall sehen kann, ist, dass schon weit über 4 Millionen Impfungen bei den 12- bis 17-Jährigen verabreicht wurden. Und dann hat man festgestellt, es gibt da die ein oder anderen Erscheinungen von Herzmuskelentzündungen. Die CDC hat sich das Ganze dann also nochmal angeschaut und hat diesen Bericht veröffentlicht. Also erstmal ist da die Rede von relativ wenigen Fällen von Herzmuskelentzündungen. Nochmal zur Erinnerung, über 4 Millionen Dosen bei den 12- bis 17-Jährigen sind verabreicht worden. Genauer hat man hier die Zahlen nicht benannt. Es ist nur die Rede von relativ wenigen Fällen. So, und jetzt kommt der Gipfel. Das ist jetzt, ist dann, glaube ich, der fünfte Punkt. Das wäre der sechste, aber das macht auch nichts. Das ist die Kinderimpfung. Ja. Mhm. Also die Kinderimpfung ist meiner Ansicht nach kriminell. Statistisch gesehen geht man natürlich sowieso davon aus, dass eine gewisse Zahl dieser Herzmuskelentzündungen sowieso aufgetreten wäre, ganz unabhängig von den Impfungen. Und das, was die CDC hier jetzt feststellt, ist also, dass es nicht wirklich einen Zusammenhang gibt oder dass kein Zusammenhang mit der Impfung festgestellt werden konnte und dass man deswegen weiter unbedenklich auf seine Kinder impfen sollte. Vielleicht kurzer Bogen zurück zu Covid. Was hier passiert ist mit den Kindern und Jugendlichen in der Covid-Krise, ist natürlich eine Katastrophe im Hinblick auf das Thema Eigenregulation. Das heißt, wir haben die in die Angst getrieben, wir haben sie in die Depression getrieben.
Die haben die Jugendlichen, 30-40% der Jugendlichen hatten in großen Übersichtsarbeiten gut gemessen Schlafstörungen. Und das wird Langzeitauswirkungen haben, die wir jetzt noch gar nicht absehen können. Naja, das ist pervers. Und das findest du nur in traumatisierten Gesellschaften. Ne? Also, dass die quasi ihre Kinder opfern mit dem Argument, dass Opa und Oma nicht irgendwie krank werden können. Also das ist so auf den Kopf gestellt. Das heißt, ich schade den Kindern, ganz offensichtlich, dass den Kindern damit geschadet wird, damit insgesamt die Volksgesundheit oder die Älteren gesund bleiben. Da muss man sagen, so perverser geht es wirklich nicht mehr. Ja? Ich schick der Omi einen Brief und singe für sie dieses Lied. Ich steck dich nicht an, du steckst mich nicht an. Wenn der Virus weg ist, bin ich da. Und als man dann die Masken für die Kinder eingeführt hat, als man die Kinder noch mit anderen Maßnahmen, mit Lüftung, mit Hofgang, mit vorgeschriebenen Laufgängen schikaniert hat und jetzt auch noch mit Injektionen terrorisiert, diese Eltern zu 95% schweigen. Also eine Gesellschaft, die so mit ihren Kindern umgeht, sagt tief, kollektiv unterbewusst, dass sie keine Zukunft hat. Dass sie keine Zukunft will. In Wahrheit ist das das Ende einer Kultur. Was wir hier erleben, ist in Wahrheit das Ende von etwas. Wenn ich meine Kinder, wenn eine Gesellschaft seine Kinder opfert, dann opfert sie seine Zukunft. Bevor Christina anfängt, noch eine kleine Anmerkung. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich so einen kleinen medizinischen Ursprung habe. Und wenn ein Karl Lauterbach, und ich habe mir das extra mal rausgesucht, zu Propagandazwecken zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen, geimpft hat. Und ich habe lange gesucht, bis ich die Aufnahme gefunden habe. Und wir haben mal gelernt, als es losging, also wenn du eine intramuskuläre Injektion gibst, dann hast du gefälligst zu aspirieren. Aspirieren ist quasi am Kolben nochmal zu ziehen, dass man nicht aus Versehen in einem Blutgefäß ist. Und ich habe es mir angeguckt. Der Typ hat das Zeug da reingeknallt in die Oberarme. Und jeder, der sich damit auskennt, sagt, in etwa 5% der Fälle trifft man ein Blutgefäß. Dass dieser Mensch sich als Impfarzt hinstellt und überhaupt eine Spritze in die Hand nimmt, das zeigt für mich, dass der ein Quacksalber ist, allererster Güte, und dass wir sowas als Gesundheitsminister definitiv nicht mehr ertragen sollten. Deswegen, Christina, deine Bühne für die Kinder. Danke. Danke, Karl. Ja, er hat vollkommen recht. Eine Gesellschaft, die so mit den Kindern umgeht, ist am Ende. Unsere zivilisierte Gesellschaft ist am Ende. Und ich selbst kann bis heute nicht verstehen, wie auch viele Eltern mit ihren Kindern umgegangen sind, die sie ja lieb haben, über alles lieben. Und bei aller Angst und Panikmache, die geschürt wurde, ja. Aber ist uns denn allen schon die Empathie, die Intuition oder der siebte Sinn ganz und gar verloren gegangen? Diese Frage stellt sich mir. Die 3 Jahre Corona haben schwerste physische und psychische Schäden bei den Kindern hinterlassen. Das wurde von vielen schon sehr früh erkannt, aber von den politisch Verantwortlichen vollständig ignoriert. Bei einer Anhörung der Kinderkommission, ich habe das schon erwähnt, hier im Bundestag, sprach Professor Klund ganz deutlich von einer schweren Form der Kindeswohlgefährdung. Und das war schon im September 2020. Wir Abgeordnete, ich war damals ja im Landtag von Baden-Württemberg, wir bekamen besorgte Mails von Eltern, Erziehern, Lehrern. In einer Mail, die werde ich nie vergessen, schrieb eine Mutter: Meine Tochter möchte morgens nicht mehr aufwachen. Die Schule sei die Hölle. Das war im November 2020, als wir diese Mails bekommen haben, alle Abgeordneten. Und deshalb wiederhole ich mich. Sie haben es alle gewusst. Und deshalb müssen Sie alle zur Verantwortung gezogen werden.
Ich möchte auch noch ein kurzes persönliches Erlebnis berichten. Als ich das erste Mal meine Enkel getroffen habe, auf einer Wiese, es war die Zeit des Lockdowns, und ich gehe auf sie zu und sie verstecken sich hinter ihren Eltern. Ich war total geschockt. Und ich bin dann hingegangen und habe sie geknuddelt, habe gesagt, was ist denn mit euch los? Und da haben sie gesagt, sie wollen mich ja nicht anstecken. Und dann habe ich gesagt, von keinem Staat der Welt lassen wir uns vorschreiben, wie wir miteinander umgehen. Und merkt euch eines, wenn es denn sein sollte, es war ja ganz am Anfang, wir wussten noch nicht, wie sich alles entwickelt, aber wenn es dann so sein sollte, dass mir was passiert, ihr seid auf keinen Fall daran schuld, merkt euch das. Ja, zu diesem auch wieder sehr emotionalen Thema begrüße ich meine nächsten Gäste, den Herrn Rüdiger Bormann, bitte euch nach vorne, Herrn Marco Schmitz, Frau Kerstin Braun und Frau Dr. Maria Hubner-Mock. Bitte kommen Sie alle zu mir. Ich werde es so machen wie in der vorherigen Runde. Ich werde Sie einzeln vorstellen und dann in eine Fragerunde gehen, dann die Publikumsfragen und am Schluss ein Statement nochmal. Genau. Ja, Herr Bormann, Sie sind eigentlich Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik, aber von 2008 bis 2021 schon Lehrer an einer Berliner Berufsschule mit Schwerpunkt Medien. Sie haben ein zweites Staatsexamen als Lehrer für die Fächer Informatik und Elektrotechnik. Im August 2021 erhielten Sie die fristlose Kündigung und Sie sind jetzt haben jetzt in einer Kündigungsschutzklage gegen den Berliner Schulsenat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Aber eine Verhandlung wegen Volksverhetzungsvorwurf steht noch im Raum. Das muss noch ausgefochten werden. Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ich hier zu Ihnen sprechen darf. Und vielen Dank an die großartige Leistung, die Sie alle gebracht haben. Und, meine ich mache meine Vorstellungsrunde fertig? Ja, klar. Ja, dann bist du dran. Also, Herr Marco Schmitz ist der Nächste. Er ist Arzt in eigener privatärztlicher Praxis für integrative Medizin mit Schwerpunkt Psychoneuroimmunologie, Psychokinesiologie und Osteopathie. Von 2016 bis zu Corona hatten Sie eine Dozententätigkeit inne. Also allen erstmal meinen lieben Gästen herzlich willkommen. Jetzt kommen wir zu Frau Kerstin Braun. Sie ist die Mutter von Cheyenne, die im November 2021 vermutlich an der Covid-Impfung verstorben ist. Damals war sie 15 Jahre alt. Sie selber haben eine Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin und sind bis heute im Pflegedienst tätig, aktuell in der außerklinischen Intensivpflege. Frau Dr. Maria Hubner-Mock ist Allgemeinmedizinerin aus Graz. Sie haben eine Ausbildung zur psychologischen Beraterin in Deutschland, Resilienzcoach und mit dem Thema Massenpsychose haben Sie sich beschäftigt. Kann man das so sagen? Ja. Also die anderen Fachbegriffe habe ich jetzt weggelassen. Also wenn ich Sie nicht mal verstehe, werden es die meisten vom Publikum auch nicht verstehen. Sie ist Gründerin des Vereins für Kindergesundheit. Wir zeigen unser Gesicht zur öffentlichen Warnung vor den Covid-19-Injektionen. Und Sie sind auch Mitglied der MWGFD und der wissenschaftlichen Initiative Gesundheit für Österreich. Und Sie sind das einzige europäische Mitglied in der US-amerikanischen Organisation Global Covid Summit. Und Sie sind Organisatorin und Rednerin vieler Corona-Maßnahmenkritischen Demos. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte bei der Vorstellung, können Sie das natürlich alle gerne ergänzen. Ja, es gibt eine neue Auswertung einer interministeriellen Arbeitsgruppe vom Februar diesen Jahres und die haben festgestellt, dass immer noch 73% der Kinder psychisch belastet sind. Das heißt, mit anderen Worten, fast 3/4 unserer Kinder, unseren Kindern geht es schlecht.
in unserer Gesellschaft. Wenn das nicht ein höchstes Alarmzeichen ist, dann weiß ich aber nicht. Herr Bormann, wie haben Sie den Schulalltag zu Beginn der Corona-Zeit erlebt? Wie hat sich das Verhalten der Kinder verändert? Wie sind Sie auch mit der neuen Situation umgegangen? Also, es war ein schleichender Prozess. Es ging los mit Skepsis gegenüber dem, was man da aus den Medien so hörte. Alles war eigentlich wieder wie normal am Anfang. Also ich rede jetzt von März 2020 eigentlich, da wo das so langsam dann wirklich akut wurde, wo die dann plötzlich das mehr und mehr ernst nahmen. Man merkte richtig, dass diese Dauerbeschallung da dann ihre Wirkung auch nicht verfehlte. Als dann nach dem Sommer, also quasi wieder eine Phase der Ruhe eigentlich eintrat, hier die große Demo stattfand am 1. August 2020, auf der ich dann auch war und im Kollegium dazu aufrief, dort auch bitte hinzugehen. Als es dann wieder mit der Schule losging nach den Sommerferien, sagte ich dann, warum sitzen denn hier Leute mit Masken? Ihr kennt doch die Statistik vom RKI, da ist doch nichts zu sehen, ist doch alles okay. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir jetzt die Kuh vom Eis hatten und das alles wieder normal weiterging. Und ich stehe für die angstfreie Schule, das ist eine Verpflichtung für jeden Lehrer, weil mit Angst lernen Kinder nichts. Das lernt jeder Lehrer im zweiten Staatsexamen, das ist ein Muss. So, also diese ganzen ängstlichen Lehrer, die dort alle auf einmal um mich herum waren, haben diesen Grundsatz gänzlich vergessen. Und die haben auch meine Warnung nicht ernst nehmen wollen, dass das, was wir hier sehen, natürlich auch ganz andere Folgen haben kann. Mir war zu dem Zeitpunkt bereits klar, das ist einfach ein Teufelskreis. Der entwickelt sich weiter, genauso wie es jetzt auch gekommen ist. Aber es war keine offene Diskussion mehr möglich. Und ich habe fortlaufend deswegen Videos veröffentlicht auf YouTube und mir damit immer mehr Ärger eingehandelt, weil ich immer kleine Häppchen aufgeklärt habe. Die Schüler selbst, die haben mich dann mit Skepsis betrachtet. Ne? Weil kann ja nicht sein, dass wir da einen Medienlehrer haben, der jetzt Privatmedien macht mit Inhalten, die gegen das anstinken, was dann in den offiziellen Medien verteilt wird. Aber was wir nicht vergessen sollten, wir haben Faktenchecker hier in diesem Land. Das sind ausgebildete Lehrer, nicht Medienfuzzis, die von Tag zu Tag irgendwie andere Nachrichten verkünden. Und wenn diese Lehrer ihren Job nicht ernst nehmen, wenn die Lügen verbreiten, und das tun sie teilweise, dann riskieren sie eine Abmahnung. Die sind verdammt nochmal verpflichtet, pedantisch zu checken, was da Sache ist und was nicht. Und bei mir war es nun auch schon so, dass ich bereits zuvor, bevor Corona losging, auch schon kritische Fragen stellte zu dem, was man hier den Klimawandel nennt. Ja? Das durften sie da auch schon nicht mehr. An einer Schule, die sich mit der Ausbildung der zukünftigen Mediengestalter des RBBs befasst, das muss man sich mal vorstellen. Die werden da schon so auf Linie gebracht mit Sprachregelungen, dass man dann als Lehrer, als Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner betitelt wird. Derjenige, der eigentlich die Noten vergibt, der die Fakten checkt, steht plötzlich da mit dem Rücken zur Wand und sagt, was ist denn hier los? Die wollen mich jetzt benoten? Dafür bin ich auch hier gar nicht eingestellt. Ja, vielen Dank. Herr Schmitz, vielleicht sagen Sie uns erst mal, was das bedeutet, integrative Medizin. Also integrative Medizin bedeutet, ich bin... Mikro an. Hast du es ausgemacht? Einfach ein bisschen näher ran vielleicht? Noch mal. Näher ran? Ja. Ah, Entschuldigung. So. Integrative Medizin bedeutet, ich bin regulär ausgebildeter schulmedizinischer Arzt und ich integriere aber gerne alle Dinge dazu, die ich links und rechts aus anderen Gesundheitslehren aufschnappe und die ich immer grundsätzlich zuerst an mir teste. Und wenn ich sie selber für gut befinde, dann lasse ich das auch auf meine Patienten los. Also bei mir gibt es nichts, was ich nicht an mir, an meiner Frau, an meinem Kind oder an meinen Freunden oder Kollegen auch vornehmen würde. Und das geht in unserer Zeit leider nur noch als Privatarzt. So, es ist leider so, wie es ist. Und ich habe einen Hintergrund in asiatischen Bewegungslehren, die ich seit 30 Jahren praktiziere und habe da sehr früh auch Einblicke eben in andere Medizinsysteme bekommen, also die chinesische Medizin. Und da gibt es ja was bei uns ja in Vergessenheit geraten ist, die Verbindung zwischen Körper und Geist.
Und gerade über die Einwirkung der Psyche auf Körper und Krankheiten, da komme ich morgen nochmal gesondert drauf zu. Ja, vielen Dank. Von Ihnen hätte ich gerne etwas gewusst zu den Massentests an den Schulen, gerade bei den Kindern. Also die haben ja nicht nur physischen Schaden angerichtet, zweimal die Woche war immer Bedingung. Und die haben aber auch natürlich einen physischen Schaden hinterlassen, denn die Kinder, das weiß ich, haben immer gebangt, ja, wenn jetzt der Test positiv ist, bedeutete das ja Quarantäne. Also das war eine Doppelbelastung. Und deshalb meine Frage, wie sicher sind denn überhaupt in Ihren Augen diese Tests gewesen? Also waren die aussagekräftig? Und ich habe auch gelesen, dass sie ja auch gefährlich waren, also von den Stoffen, die da verwendet wurden. Können Sie uns dazu was sagen? Zur Aussagekraft der Tests hatten wir schon Vorredner heute, auch der Professor Kallen. Und zwar, es handelt sich bei sämtlichen Tests, die vorgenommen wurden, also sowohl bei der PCR als auch bei den Antikörpertests, um indirekte Nachweise. Das heißt, ich teste nicht direkt auf den Erreger, sondern einfach über Bande. So, und es gibt eine grundsätzliche Regelung in der Medizin, und zwar kein einziger dieser indirekten Tests ist zu einer Feststellung einer Infektion überhaupt zugelassen. Das wissen die meisten gar nicht, also weil man uns auch sehr, sehr lange was anderes erzählt hat, weil die eigentliche Diagnose erfolgt erstens klinisch, das heißt, müssen Symptome vorhanden sein. Und zweitens ist der direkte Nachweis, der einzige echte Nachweis, das nennt man dann das Isolat. So, und alle indirekten Nachweisverfahren erfüllen diesen Zweck nicht. Das hat beispielsweise auch der Erfinder der PCR gesagt, Carey Mullis. Der hat dafür einen Nobelpreis bekommen, der sollte es, glaube ich, wissen. Und dass diese Tests überhaupt nicht zugelassen sind, steht auf jedem PCR-Testkit. Also ich habe in der Studienzeit auch in Immunlabors gearbeitet mit der PCR und sie können das einfach nicht. Also die können nur unterstützend drangezogen werden. Also dass man behauptet, die PCR wäre der neue Goldstandard, zeugt entweder von absoluter Uninformiertheit oder einfach von gezielter Irreführung der Bevölkerung. So, das schon mal zu dem einen. Und dann kam die andere Geschichte mit den Antikörpertests, die ja dann über die Kinder drüber erzwungen wurden. Und mir war von Anfang an skeptisch oder das schleierhaft, weil ich in den Beipackzetteln immer gern erstmal nachlese. Und da standen keine Inhaltsstoffe drin. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht und habe bei einer dieser Firmen angerufen, bin 2 Tage abgewiegelt worden und dann hatte ich nach 2,5 Tagen endlich mal einen dran, dem ich darauf hingewiesen habe, und dann meinte er so, ja nee, aber das steht doch da, und dann sind wir im Internet zusammen durch die veröffentlichten Beipackzettel durch, und dann meinte er, hier, schauen Sie mal, da steht es doch drin, und ich so, nee, da unter dem Artikel, den Sie für die Inhaltsstoffe halten, standen die Kreuzreaktionen, und der wusste selber nicht, dass auf diesen Inhaltszetteln keine Inhaltsstoffe vorhanden waren. Das heißt, nicht einmal die Mitarbeiter der Firmen, die die Antikörpertests hergestellt haben, wussten, was da drin ist. Also das ist für mich skandalös. Und was da drin ist, hat letztes Jahr im September diese österreichische Elterninitiative nachgewiesen, nachdem sich zig Labors geweigert hatten, diese Dinge zu testen. Und sie wiesen nach, dass hochtoxische, erbgutschädigende und hormonell wirksame Stoffe in diesen Pufferlösungen enthalten sind. Und die Dinger sind so giftig, dass dafür keine Untergrenze bekannt ist. Das heißt also, das Argument der Faktenchecker, Gänsefüßchen, dass diese in diesen Verdünnungen, wie sie ja in den Tests vorlägen, unschädlich wären, ist eine absolute Nebelkerze, wie so oft bei den Faktencheckern. Und ja, das perfide eben noch, wie du schon gesagt hast, der traumatisierende Effekt, also sowohl psychisch als auch körperlich, also teilweise ist den Kindern ja auch das Stäbchen bis kurz unter das Gehirn gerammt worden, ist Frühtraumatisierung von Kindern, und da habe ich noch einen persönlichen Bezug zu, deswegen habe ich mein Leben auch in den Dienst als Arzt gestellt, um dann solchen Fällen auch weiterhelfen zu können. Frau Braun, bei Ihnen bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich dafür, dass Sie gekommen sind, dass Sie die Kraft gefunden haben. Ich habe ja schon davon berichtet, Sie haben Ihre Tochter verloren. Höchstwahrscheinlich durch die Impfung. Und ich wollte Sie mal fragen, wie haben Sie denn so die letzten Tage mit Ihrer Tochter erlebt? Ist sie auch so ein Fall, die plötzlich und unerwartet verstorben ist, wie man das oft jetzt gelesen hat? Oder wie war das? Und können Sie darüber sprechen? Ja, also die Cheyenne ist am 16.11. verstorben.
nach der zweiten Impfung kausal. Also es ist sozusagen schon in der Richtung bestätigt, dass sie an der Impfung verstorben ist. Aber ich kann aus Ermittlungsgründen noch nicht darüber richtig reden. Auf jeden Fall habe ich sie reanimiert. Sie ist vor uns, unserer Familie, beim Abendessen zusammengebrochen. Ich habe sie reanimiert. Ich habe auch gedacht, sie schafft es, aber leider ist sie 13 Tage später dann verstorben. Und ich habe ihr versprochen, dass ich alles aufkläre. Das werde ich auch immer noch tun. Und es ist so, dass also nach ihrem Ableben die Staatsanwaltschaft alles obduziert hat in Bayreuth. Und ich bekam dann die Antwort nach langen Monaten im Februar, dass ich dann ja nicht zu irgendjemand sagen kann, zu Eltern, oh bitte, gell, meine Tochter ist gestorben, du pass auf, nicht impfen lassen, weil da war ja eben diese Kinderimpfkampagnen, die ich ja dann wahrscheinlich gestört hätte oder sogar bei einigen gestört habe. Auf jeden Fall kam dann die Antwort, selbst wenn meine Tochter Cheyenne Marina Braun an den Folgen der Impfung verstorben ist, habe ich unterschrieben. So war ich jetzt monatelang da gesessen und habe gedacht, so, du hast unterschrieben. Ja, meine Tochter wollte einfach ein Praktikum machen in der, beim Kinderarzt. Sie wollte bei mir in der Firma, in der ich arbeitete, in der außerklinischen Intensivpflege, ein Praktikum machen. Das hat sie auch gemacht. Hat sich dann entschieden für Zahnarzthelferin. Das heißt, ja, sie ist sinnlos gegangen. Ja, und ich bin einfach immer noch am Aufklären und hoffe dadurch, vielen Eltern trotzdem noch mal mitteilen zu können. Lasst eure Kinder nicht einfach so impfen, macht es nicht, weil ich sitze hier, ich stehe hier zwar und habe viel Kraft, das habe ich für mein Kind, aber man braucht sehr viel Kraft. Also, mir tut es leid, dass ich unterschrieben habe. Ich würde das nie mehr wieder tun. Aber es blieb uns eigentlich auch nichts anderes übrig unter dem Druck. Mein Kind wollte Freiheit für ihre Freizeit und deswegen kämpfe ich. Also ich bin jetzt kein Jurist, aber das ist in meinen Augen also Nötigung sowieso, wenn nicht sogar Erpressung, was da passiert ist mit den Menschen. Frau Hubner-Mock, Sie haben sich ja schon sehr frühzeitig auch gegen diese Injektion ausgesprochen. War Ihnen das hohe Risiko der in Anführungsstrichen dieser Impfung schon von Anfang an bewusst oder war das ein Erkenntnisprozess? Ja, erst einmal meine aufrichtige Anteilnahme auch an die Frau Braun. Und ich glaube, es geht uns allen im Raum so, es ist einfach das Schlimmste, was passieren kann, dass das eigene Kind verstirbt. Ich bin selber Mama von einem kleinen Sohn. Und ich wusste schon recht frühzeitig, weil ich mich mit der amerikanischen Sendung The High Wire ab 2019 fortgebildet hatte in meiner Freizeit. Das ist von einem Herrn, der hier an sich zu Impfstoffen aufklärt, aber eben in diesem Falle dann ab März natürlich 2020 sehr das in den Fokus genommen hat, was da weltweit gelaufen ist. Und dann ging sozusagen immer mehr und mehr die Richtung, jetzt wird es dann bald die Injektionen geben. Und ich habe mich mit Kollegen schon heimlich in Zoom-Calls getroffen und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt steht die Injektion für die ab 12-Jährigen an, jetzt müssen wir was tun. Und ich habe eigentlich immer gewartet, dass irgendwie ein großer Aufschrei kommt und das gab es nicht. Und man konnte sehen, also diese Studie für die ab 12-Jährigen, das war im Grunde die Daten,
der Erwachsenen wurden herangezogen. Das war dann eine sogenannte Bridging-Studie und man hat dann eben 2600, ich habe die Zahl nicht mehr ganz genau da, Kinder in der Studie, Hälfte eben geimpft, die andere Hälfte in der Placebo-Gruppe. Und man konnte schon aus diesen Daten, die man da gesehen hat, herauslesen, dass zum Beispiel Herzmuskelentzündungen vermehrt aufgetreten waren, aber mitunter auch andere, zum Beispiel auch schwerste allergische Reaktionen. Und einfach schier die Tatsache, dass hier ein so neues Produkt gekommen ist und dass hier den Kindern, die zu diesem Zeitpunkt, das wussten wir, eine sogenannte Infection Fatality Rate hatten, das heißt, Ioannidis hat da die Studien recht früh rausgegeben, die Zahl, wenn ein Kind erkrankt ist, zu welchem Prozentsatz kann es denn an dieser Erkrankung versterben? Das war damals schon 0,003%. Ja? Das heißt, das Risiko dieser neuartigen Spritzen hat nie irgendeinem sogenannten medial propagierten Nutzen irgendwie hier unterlegen. Und es gibt für diese Spritzen keinen Nutzen. Sie sind nicht sicher und sie sind nicht effektiv. Und diese Spritzen dürfen niemand mehr auf der ganzen Welt jemals verabreicht werden. Und ich habe mit der Frau Dr. Braun gesprochen. Für mich ist es oft so, dass wenn ich irgendwo auf einer Demobühne stehe oder so, sehr spontan mir Dinge einfach in den Sinn kommen. Und heute, als ich hier gesessen habe, wollte ich an zwei Opfergruppen unter Kindern und Jugendlichen auch noch erinnern. Und ich glaube, wir haben denen noch keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und das eine, das sind die Geschwisterkinder von Kindern, die ihr Leben gelassen haben nach diesen Injektionen. Das sind die Geschwisterkinder von denen, die jetzt behindert sind, Kinder, die jetzt im Rollstuhl sitzen nach diesen Injektionen. Selbstverständlich das große Leid der Eltern, Großeltern, der gesamten Familien. Und wen wir auch noch nicht erwähnt haben, das sind die Kinder, die jetzt ihre impfgeschädigten Eltern mitpflegen. Ich war auf einer impfgeschädigten Demo vor dem Gesundheitsministerium in Wien Anfang Oktober. Während ich meine Rede gehalten habe, musste ich erste Hilfe leisten gehen. Eine Impfgeschädigte war aus Tirol nach Wien gereist. Sie hatte einen schweren Krampfanfall und sie hat sich dann in dieser Phase, das nennt man Nachschlafphase, wieder erholt. Und die 10-jährige Tochter, die mit angereist war, sagt, ah, jetzt geht's der Mama eh schon wieder besser. Sie hat 7 solche Anfälle am Tag. Jetzt frage ich sie, was, wenn die Mama das nächste Mal mit ihrem Kopf irgendwie an der Badewannenkante anschlägt? Ja, und nicht sich mehr von diesem Krampfanfall erholt. Und die 10-Jährige hat dann dieser Rettungsmannschaft, die gekommen ist, die Befunde in die Hand gedrückt und hat gesagt, da sind Mama ihre Erkrankungen und die Diagnosen und die ganzen Medikamente, die sie nimmt. Ein Kind bitte ist das Schutzbefohlene seiner Eltern. Und wenn die Eltern krank gespritzt werden, und das ist eine Alleinerzieherin, und plötzlich eine 10-Jährige sich um ihre Mutter mitkümmert, das ist ein Skandal. Und das ist der größte Skandal in der Medizingeschichte jemals. Und was mir eingefallen ist, was Sabrina Kollmorgen erzählt hat. Dein Sohn ist zwar schon 19, aber dein Kind ist dein Kind. Ja, du bist die Mama, auch wenn der dann selber schon 60 ist und du 90 oder wie alt auch immer du warst bei der Geburt. Es geht darum, auch die Kinder sind Opfer, die bei den zahlreichen Hausdurchsuchungen um 6 Uhr morgens von Polizisten auch überfallen wurden. Auch das sitzt tief bei Kleinen und bei Großen. Und ich weiß, wir sind in der Zeit fortgeschritten, aber erlauben Sie mir eines, das ist nämlich, glaube ich, auch ein Gedanke, der uns allen wieder und wieder kommen sollte. Wir dürfen eines nicht vergessen. Wir haben ja auch heute schon gehört, würde man das wieder tun? Ja, ganz gewiss. Und auch ich würde ganz gewiss alles, was da war, und ich habe auch wirklich große Diffamierungen erfahren müssen, das ist mir völlig wurscht, ich würde es wieder tun. Und ich sage Ihnen, in Deutschland sind die Behörden und gerade die polizeilichen Hausdurchsuchungen viel schlimmer gewesen als in Österreich. Manche, die meine Arbeit vielleicht verfolgen, wissen, dass ich auch sehr viel mache. Ich hatte das Glück, noch keine Hausdurchsuchung zu haben. Das ist in Österreich jetzt gar nicht so weit verbreitet. Aber ich sage Ihnen eines, um eben jetzt auch auf den Herrn Dr. Hingerl zurückzukommen. Sie haben gesagt, Sie wissen nicht, wenn Sie 30 oder 40 gewesen wären, ob Sie das gemacht hätten. Ich sage Ihnen, ich war 37, als ich Gesicht gezeigt habe. Mein Sohn war gerade mal 2,5 Jahre alt und ich würde es wieder tun. Und ich habe gewusst, Applaus
Ich habe meinem Sohn eine Geschichte erzählt, für den Fall, dass ich mal eingesperrt werden sollte, für den Fall, dass die Polizei bei mir das Haus auftaucht. Ich habe ihm gesagt, weißt du, Timo heißt er, manchmal lügen die Schlimmsis, das sind die Schlimmen, die Bösen, die Polizei an und dann sperrt die Polizei die Falschen ein. Und dann, ja, was ist dann? Habe ich gesagt, ja, dann gibt es ganz viele Freunde von den Eingesperrten und die helfen. Und dann habe ich ihm weiters gesagt und am Ende kommen die Schlimmsis ins Gefängnis. Und so wird es auch in diesem Medizinskandal, in dem größten der Geschichte sein. Ich hoffe eher früher als später. Und ich möchte Ihnen auch sagen, wenn mein Freund, ich bin auch relativ viel, und also mein lieber kleiner Timo sagt, wo fahrst du hin? Dann sage ich zu meinen Freunden und ich treffe meine Freunde wieder. Er kennt viele Gesichter aus Zoom-Calls. Und dann sage ich, ich treffe wieder meine Superheldenfreunde. Und dann habe ich ihm eines Tages auch eben ein Bild vom Captain Future gezeigt. Das heißt, er hatte somit die Assoziation, da laufen wirklich ein paar von denen in Superheldenkostümen herum, weil ich ihm auch eine Traumatisierung ersparen wollte für den Fall, dass es hart auf hart kommt mit der Polizei. Und das bitte noch zum Schluss. Ich könnte im Strahl kotzen, verzeihen Sie meine Ausdrucksweise, wenn ich... Wenn ich diese Propagandavideos für die Kleinsten der Kleinen sehe, da gab es eine Sesame Street, die Sesamstraße, habe ich im amerikanischen TV, hat auch der Highwire gezeigt, wie die sich dann natürlich hier freuen auf die Impfung und die Kinder damit sozusagen voll in diese Propagandaschiene reinkommen. Das gehört verboten und das ist widerlich und auch zu verurteilen. Danke. Vielen Dank Ihnen allen und liebe Gäste, wir müssen leider diese andere Diskussion, die offene, ausfallen lassen. Ich habe das Signal bekommen, wir müssen zu Ende kommen. Und ich möchte Ihnen allen auch noch mal ein Schlusswort gestatten. Fangen Sie an. Ja, also die meisten von uns würden wieder genauso handeln, wie sie gehandelt haben. Was jetzt wichtig ist für die Zukunft, ist, dass die anderen von der Gegenseite nicht noch mal so handeln, wie sie gehandelt haben. Frau Pan. Ja, bitte. Naja, ich möchte mich einfach noch mal bei allen bedanken, dass ich hier sein durfte. Wer mir noch weiterhin immer noch zur Seite steht, zur Seite gestanden ist. Und ja, das ist... Hier sitzen die meisten und Gott sei Dank bin ich nicht allein. Das gibt mir auch die Kraft und ja, herzlichen Dank. Wir müssen ein wenig umdisponieren und etwas umplanen. Wie schließe ich am besten? Am besten vielleicht mit den Worten eines meiner Lehrer, der mal gesagt hat, you don't fight the darkness with sticks. Und wir haben ziemlich viel mit Sticks gefightet. You just shine a light. Das heißt, man nimmt die Kampfkunst nur für den äußersten Notfall, wenn es sich gar nicht anders vermeiden lässt, also wenn sich das Böse direkt vor einem zeigt. Aber man geht nicht raus wie die Paladine damals. Ja, und sucht das aktiv auf, das ist nicht gut. Und das Schwarze hat noch nie was von alleine erschaffen und es kann immer nur da wirken, wo das Licht zurückweicht. Und wenn wir alle ein bisschen mehr das Licht scheinen lassen, denke ich, werden wir das doch noch mal rumkriegen. Und ich darf auch noch positiv abschließen, das hat der junge Soldat so schön gemacht vorhin, wir haben das auch für dieses Podium beschlossen. Und ich möchte eines sagen, bevor ich ein paar motivierende, inspirierende Zeilen vorlese. Ich glaube, die, die uns regieren, ja, mit ihrer Gier und die uns hier auch wirklich fast entmenschlicht haben über die letzten Jahre, die haben absolut die Kraft der Liebe und des Zusammenhalts von uns allen unterschätzt.
Und wir haben es gehört, es gibt die Unternehmer, die hier gelitten haben, die aber die Leute auch versorgen mit ihren Gütern. Es gibt die Bauern, die uns versorgen. Es ist noch ein riesen anderes Thema natürlich, dass man sagt, eigentlich mal nicht nur Big Pharma, Big Food, Big Agriculture. Das sind andere Punkte, wo man solche Wochenenden veranstalten muss in Zukunft. Aber eines ist wichtig. Es braucht die Mutmacher. Es braucht die Samenseher. Es braucht die Faktenbringer. Es braucht die darüber Berichter. Es braucht die Filmemacher. Es braucht die mit Musikberührer. Es braucht die mit Kunstinspirierer, es braucht die mit die Hilfesteller, es braucht die Heilkundigen, es braucht die Rechtsgelehrten, es braucht die Was-Beibringer, es braucht die Unternehmer, es braucht die Davids gegen Goliath, es braucht Resilienz und vor allem braucht es die Liebe. Dankeschön. Vielen Dank an die ganze Runde. Wirklich, es war ein sehr emotionaler Moment. Danke, dass ihr alle da wart und alles Gute für eure Zukunft. Und ein großer Applaus an die fünf, die hier vorne ihr Herz ausgeschüttet haben. Danke. Guten Tag, Professor Wagli. Ja, ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken für alle Berliner, die jetzt hier zuschauen auf meinem Kanal von Die Basis Berlin, vom Landesverband. Ja. Vielen, vielen Dank für alles, was Sie getan haben. Ja. Auch wenn ich meinen Job verloren habe, dadurch, dass ich Zeilen aus Ihrem Buch vorgelesen habe. Ich bin stolz darauf, dass ich das tun konnte. Mein Name ist Bormann. Ich bin Lehrer. Ich habe eine besondere Verantwortung für das, was gerade passiert. Und ich glaube, wir sehen gerade einen Demokratienotstand. Medial geschürte Massenhysterie, Willkür der politischen Entscheidungen, massive Einschränkung der Grundrechte, Zensur der Meinungsfreiheit, Gleichschaltung der Medien, Diffamierung Andersdenkender, Denunziantentum. Tja, und dann wird leider auch noch komplett unwissenschaftlich gearbeitet. Ich bin stolz darauf, wie gut Sie das formuliert haben, dass Sie das durchgestanden haben all die Jahre, dass Sie heute auch hier sind auf dem zweiten Corona-Symposium. Was haben Sie in Zukunft vor? Schaffen Sie das noch weiter so standhaft zu bleiben, ja, oder werden Sie sich auch mal zurücklehnen und sich um Ihre Kinder kümmern? In der nächsten nahen Zukunft habe ich vor, mich zurückzuziehen. Ja. Und ich habe alle Termine abgesagt für die nächsten 4 Monate oder 4,5 Monate. Dann wünsche ich Ihnen die allerbeste Erholung für diese Zeit, dass Sie regenerieren können. Und lassen Sie sich ab und zu mal sehen. Wir freuen uns, ja, wenn wir Sie wieder sehen. Danke schön. Ich werde wieder viel lesen und musizieren und viel Musik hören. Das ist toll. Das gönne ich Ihnen von ganzem Herzen und alle, die hinter mir stehen. Danke Ihnen. Wiedersehen. Wiedersehen.